Pixelfehler. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prison Architect. Lecker. Ja, was haben wir in den letzten Folgen gemacht? Wir haben in der letzten Folge das Grundstück gekauft. Und um dieses Grundstück werde ich mich in dieser Folge kümmern, sofern das hier mit dem Peru-Room mal ans Laufen kommt. Ich werde zunächst erst einmal eine andere Sache machen. Ich werde auf Stationierung gehen. Nur für Personal in diesem kompletten Bereich hier hinten setzen, der schlichtweg kein anderer Mensch hin soll. Ja, und hier würde ich das am liebsten auch setzen, aber das geht natürlich noch nicht. In dieser Folge würde ich mich am liebsten damit beschäftigen, dass hier den Peru-Room, den werden wir noch woanders hinsetzen. Ja, das geht ansonsten anders nicht. Wir werden die Wäscherei ausbauen. Wir werden einen Sicherheitsraum bauen. Und wir werden hier hinten einen Zaun bauen und Tore bauen und das hier Holz hier fällen. Und wir haben ganz schön viel zu tun. Deswegen fangen wir am besten gleich so schnell wie möglich an, indem wir nämlich sagen, wir reißen die Baumschule hier ab. Die wird überbewertet. Wir sagen, demontier die ganze Scheiße hier mal eben. Ja, also alles, was hier rumliegt, demontieren und ins Lager bringen oder zu Holz. Ne, das hier bitte auch demontieren. Die Lampen bitte auch. Wenn unsere Leute es ja wohl noch schaffen. Schön, dass wir mit Blech durch Metalldetektoren durchgehen. Wir sind auch so ein bisschen hohl manchmal hier. Unsere lieben Wärter zumindest. Und ansonsten sage ich jetzt abreißen und wir reißen, sobald wir es hier geschafft haben, mal größtenteils abzubauen. Zack, zack. Schneller, ich will den Zaun abreißen. So, die Lampe hast du abgebaut. Sehr gut. So, dann reißen wir eben den ganzen Rotz hier auch noch ab. Und dann werden wir hier quasi ein großes Gebäude nochmal dran setzen, was dann entsprechend beinhaltet nochmal einen großen Raum für Wäscherei, für eine größere Krankendings und ein Pool-Room, und dann werden wir hier irgendwas anderes hinbauen und so weiter und so fort und fertig ist, nicht wahr? Genau. Das ist quasi der Plan für heute. Wir bauen mit Ziegel erstmal wieder hier so einen Klotz hin. Bitte einmal bauen. Vielen lieben Dank. Da wird irgendwie gebellt. Weiß der Teufel warum. Womöglich werde ich Freizeit haben. Essen gibt es ja mittlerweile nur noch eins am Tag. Da erinnere ich mich noch dran. Die Wäscherei beispielsweise legen wir jetzt auch schon mal weg. Und sagen, demontiere mal die Scheiße hier drin. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Die Türen kannst du auch schon rausreißen. Ist das nicht klasse? Die Türen rausreißen. Und dann werden wir das Gebäude hier so ein bisschen umstrukturieren. Das ist so quasi der Plan für heute. Ja, und dann halt eben noch ansonsten sich hier dieses komplette Grundstück annehmen, von Bäumen befreien und so weiter und so fort. Was mir noch so ein bisschen fehlt, auch als Idee quasi, was für diesen Knast noch ganz, für dieses Spiel generell, glaube ich, noch ganz super wäre, wäre, wenn wir keine Löcher hier oben finden würden. Wenn man sich so Leiharbeiter leisten könnte, statt jetzt hier wieder für $100 am Tag, also für $600 am ersten Tag neue Leute einzustellen, die sich dann darum kümmern, dass hier beispielsweise so ein ganzes Grundstück entholzt wird, wäre es cool, wenn man sich hier so für ein paar Tage Leiharbeiter zu einem deutlich günstigeren Preis einhandeln könnte, beispielsweise. Wäre ja auch mal eine Idee, meiner Meinung nach. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, ob so eine Idee gut wäre, in-game. Also ich persönlich, wow. Boah, diese großen. Alter, die gehen mir so auf den Piss. Request! Boah, jetzt haben die schon wieder zwei Wachen gekauft. Und ein Wachhund. Nein, nicht den Hund. Da liegt ein toter Mensch. Egal, der Hund, der arme Hund. Und dann würde ich gerne die Hochsicherheitstypis auch nach hier hinten verfrachten, damit die mir hier aufhören, auf die Eier zu gehen und die ganze Zeit irgendwelche Scheiße anfangen. Meine Güte. Okay. Wir bauen dafür am besten hier und dort mal ein paar Personaltüren ein. Das könnte vielleicht auch mal gerade eben noch einer machen. Zack, zack. Ach so. Ja, und dann gibt es hier natürlich wieder eine Schlägerei. Kämpf. Legendär, extrem. Ja, er trägt Schere. Ja, Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
bewusstlos, hört gleich auf. So, jetzt habe ich mich leider hier nicht ganz drum kümmern können, aber egal. Der Typ hier geht mir langsam echt auf die, tierisch auf die Nerven. Gut, dass wir die Krankenstation umbauen, sonst würde ich jetzt gesagt, wir bauen den hier hin, aber egal. Die Krankenstation bauen wir übrigens um im Sinne von, wir bauen die hier raus. Bauen hier das Sicherheitsbüro noch rein. Und noch so ein Büro, hab gerade vergessen welches. Büro ähnlich, sag ich jetzt mal lieber. Dazu müssten wir hier halt eben auf dieser Länge von 29. Ist die Hälfte. Da. Das hier wäre die Hälfte. Dann könnten wir das Ganze nochmal unterteilen. Nein, könnten wir nicht. Ich würde den Vorschlag machen, wir machen 8. Wir machen nochmal 8. Und machen in der Mitte halt nochmal, ne? So. Das wäre sozusagen mein Vorschlag für diesen Knastteil sozusagen. Hier in der Mitte lassen wir einfach mal frei. Und dann würde ich sagen, go for it. Baut hier drin mal eben aus. Was ist noch passiert? Achso, hier steht immer noch eine... Warum steht hier immer noch eine Waschmaschine? Ich habe gesagt, demontieren. 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 Das soll da einfach nicht mehr rumstehen, bitte. Na, er arbeitet dummerweise. Ihm können wir leider nicht helfen. Ich würde gerne hier mal eben die ganzen Utilities und sonstigen Scheiß abreißen. Zack und zack, zack. Reiß das mal eben ab. Stimmt mal eben Zeit für. Und ansonsten baut hier mal eben diesen kleinen Nebenknast auf. Holz haben wir immer noch genug. Also Arbeit haben sie auf jeden Fall noch. Jeremy Ring wird in 3 Stunden entlassen. 36 Leute warten immer noch auf Parole. Dummerweise funktioniert das hier im Moment noch nicht. Weiß der Teufel, warum das übrigens nicht funktioniert. Aber egal. Ansonsten. Genau. Ihr demontiert da die ganze Scheiße. Ich würde sogar sagen, wir machen hier die Krankenstation rein. Ganz ehrlich. Ich glaube, das ist sogar mit das Praktischste, was wir machen können. Dann demontiert ihr mal hier eben nur die Teile raus. Montiert hier das Krankenstationsteil und alles, was dazu gehört. Ja, dann machen wir den Raum Krankenstation mal eben raus. Die Ärzte gammeln dann irgendwo anders rum. Ich weiß nicht gerade, wo die hingegangen sind. Egal. Krankenstation hätte ich ganz gerne. Krankenstation? Da ist Krankenstation. Einmal hier. Das ist jetzt eine Krankenstation. Habe ich soeben beschlossen. Der Borden sitzt hier immer noch rum. Warum sitzt der liebe Warden hier immer noch rum? Ich weiß es nicht. Ich feuer den einfach mal. Den Chief hier schmeiße ich auch noch mal raus. Es macht ja nichts, wenn wir den Warden und den Chief mal eben feuern. Macht ja nichts. Ist ja gar kein Problem, wenn wir den Gefängnisdirektor mal kurz rausschmeißen. Nur mal den Warden und den Chief. Und dann könnt ihr machen, was ihr macht. Was ihr wollt. Das Gefahrenlevel steigt ein bisschen. Vermutlich ist Essen als hohes Bedürfnis. Ja, mit dabei, aber schlafen auch. Entsprechend sollte sich das gleich schon wieder senken zum Schlafauftakt sozusagen. Wir haben hier eine Lampe, die fehlt da und da fehlt noch eine Lampe. Und dann müssten wir hier noch ein paar Krankenbetten wieder reinbauen. Wo ist denn eigentlich... Ah. Also, bis da... Wieso haben die in den Zellen eigentlich teilweise... Also der Kerl hier, ne? Abgewessen. Ah. Der geht mir echt tierisch auf die Nerven. Ich möchte ihn nicht mal mehr im Hochsicherheitstrakt haben. Gut, dass wir den hier hinten irgendwann wegsperren können. Also solche, für solche Leute baue ich hier quasi den Knast gerade aus. Um die irgendwo halbwegs effektiv unterbringen zu können. So, wir bauen hier die Krankenstation noch so ein bisschen aus. Ärzte haben wir ja 2. Die gammeln vermutlich hier gerade drum rum. Ja, einer von denen. Wo ist der andere Arzt? Wo ist der andere Arzt? Arztpersonal. Wo bist du denn? Ach, du stehst da oben. Ja, auch nicht schlecht. Warum auch nicht? Hä? Was machst du denn hier oben? Du heilst ein paar Leute. Ja, okay. Vermutlich kommst du hier oben einfach nicht mehr weg, weil so viele Leute sich ständig drauf... Freizeit. Heil den. Und dann hat sich das mit dem Heilen hier oben
Dann kann die jetzt Pause machen. Der zweite Arzt hat ja gerade Schicht. Hier nämlich. Schnauze. Was? Ja, dann geh doch auf die, aufs Klo, du Otto, ey. Und dann haben wir hier im Moment einfach einen leeren Raum, wo ich gerne das Sicherheitsbüro hinklatschen würde. Und noch was. Was wollte ich denn hier noch hin? Wir bauen das Sicherheitsbüro und das andere, was ich noch hier hinbauen wollte. Genau, noch eine Putzkammer, damit sie hier wenigstens so ein bisschen ordentlicher aussieht. Also das Sicherheitsbüro ist wo? Hinten? Da, wo ist das Sicherheitsbüro? Da ist das Sicherheitsbüro. Und die Putzkammer kommt da hin. So, die Putzkammer kriegt den Keramikboden, die kriegt wie immer. Und das hier kriegt Parkettboden. Schön. Dann können wir hier die Türen auch mal wieder einsetzen, die wir einfach nur demontiert hatten, weil sie es gerade irgendwie angeboten hat. Dann können wir auch wieder ein paar Lampen reinsetzen. Ansonsten, was fehlt denn dem Sicherheitsbüro noch an Sachen? Was muss denn da rein? Schreibtischstuhl und Aktenschrank. Ach, wie schön. Ein Sicherheitsbüro. Ach, wie cool. Allerdings würde ich zunächst mal ein Türkontrollsystem gerne irgendwo hinsetzen. Ich weiß nur nicht so ganz wie. Ich will da und schlage vor da. Dann bauen wir mal da und da das und da das und dann fehlen nur noch die Aktenschränke. Die bauen wir so. Funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle? Vielleicht tut es das, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Ach, die können wir auch nicht mal mehr demontieren. Na super. Dann fehlt hier ansonsten noch so ein bisschen Strom, habe ich so das Gefühl. Und zwar auch den hier. Wie viel Auslastung habt ihr denn? Ach, das ist ja nichts. Moment, nein, da geht's über. Nein. So, bauen wir jetzt mal gerade eben hier die. So. Ich glaube, so müsste es funktionieren. Ein paar Türkontrollsysteme, es sind ein paar viele, ich weiß, aber das ist wieder symmetrietechnisch bedingt. Baut mal eben hier. Sorgt mal dafür, dass die Dinger hier Strom kriegen. Zack, zack. So, besetzt werden auch noch welche und jetzt können wir hier nämlich unter dem Türkontrollsystem verbinden und sagen, mit dem Servomotor und du mit dem. Ne? Genau. Dann können wir nämlich jetzt hier diese Straßentore auf normal, auf normal, nicht demontieren. Nein! Ah. So, wisst ihr, manchmal geht mir das auf die Nerven, dass ich das nicht abbrechen kann. Demontier schneller. Schneller. Da. Bauen nochmal neu. Zack, zack. So, und wenn ich jetzt hier einem Gefangenen sage, er soll mal eben da hoch. Einem Mitarbeiter sage, er soll mal eben da hochgehen, dann kann ich das nicht. Gehst du mal bitte da hoch? Und das Tor geht automatisch auf. Praktisch sowas, muss man ganz einfach mal sagen. Kommst du wohl da rein? Zack, okay. Alles, was entstehen sollte, hat erstmal sowieso schon mal funktioniert soweit. Dass sie die Hochsicherheitsgefangenen hier nicht loswerden, geht mir hammermäßig auf die Nerven, aber okay. Ein einziges schlechtes Mal für 2 Tage. Vielleicht klappt es ja ab morgen. Ich bin ja optimistisch. Na, gerade im Moment. Ansonsten fehlt uns vermutlich einfach eine Menge Holz. Ich möchte gerne immer einen Holzvorrat haben. Ich glaube, der fängt an, Metall einzukaufen. Und zwar eine vorher definierte, festgelegte Menge. Immer wenn uns so langsam aber sicher das Holz schwindet und nicht mehr alle arbeiten. Hm. In diesem Fall nicht ganz so ideal. Weil es schlichtweg ne, dafür sorgt, dass hier nicht mehr so viel funktioniert. Warte mal, wir machen mal erstmal hier so ein paar Kabelstränge hin. Ne? Muss ja auch sein. Damit hier schon mal ein bisschen Strom drin ist. Dann gehen wir auf Räume. Ich hätte gerne eine große Wäscherei, aber so groß muss die auch nicht sein. Doch, muss er? Warte, weiß ich nicht. Könnten wir so groß machen. Ein Paroo-Room, der fehlt uns auch noch. Stimmt, den, ja, den können wir hier nicht reinbauen. Scheiße. Wir machen hier mal einen Paroo-Room rein. Der ist voll übertrieben groß, ich weiß. Sorry. Wir haben es halt. Wir machen hier eine Wäscherei rein. Und wir müssen noch irgendwas hier reinklatschen. Was möglichst effizient ist. Was möglichst was bringt. Wir machen hier einfach noch ein Lager rein, falls hier irgendwie Holzstämme im Überfluss sind oder sowas, weiß ich nicht. Wir können hier noch eine Werkstatt reinbauen.
zwar klatschen wir dann nämlich hier rein. Moment, wie viel Auslastung hat der hier oben? Viel. Eigentlich schon. Aber macht nichts, dann klatschen wir hier trotzdem noch die. Wir klatschen hier trotzdem die Werkstatt rein. Werkstatt. Nicht Gruppenraum. Werkstatt. Wäscherei ist wo? Da. Und das ist quasi so die Aufgabe jetzt. Zack, 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 zack. Da und dahin und dahin und dahin. Aktuell kosten uns die Lampen ja nichts, weil wir die eh schon haben. Falls man sich hier wundern sollte, warum das Geräusch nicht aufploppt. Dahin, dahin, dahin und dahin. Und dann haben wir eine Werkstatt und hier eine Wäscherei und fertig ist. Peru Room ist auch noch nicht fertig, aber hier muss natürlich wieder Parkettboden rein, ja. Es ist ein Peru Room, ja, der darf auch schön aussehen. Hier kommen die Betonplatten rein, so wie ich das richtig sehe im Moment. Aktuell machen wir übrigens hier oben zum Eingang in die Werkstatt, machen wir einfach wieder die zwei großen Gefängnistüren, die standardmäßig auf offen stehen. Wir machen die nicht dahin, wo das Spiel mir gerade Idee gab. Wir machen die nämlich dahin, dahin, dahin und dahin. Montiert, montiert. Und dazwischen machen wir einfach, keine Ahnung. Nein, machen wir nicht. Wir machen die normalen Türen hier rein, ja. Zack. So, dann baut mal. Die große Gefängnistüren hier bleiben bitte immer offen. Zack, auch bitte auf offen stellen. Auch bitte auf offen stellen. Auch bitte auf offen stellen. Dann kommt hier wieder dieser Betonplattenboden rein. Da-dam. Zack. Und hier hinten kommt in die Wäscherei wieder dieser Fliesenboden meinetwegen. Guckt mich nicht. Kann da gerne hin. Dann machen wir jetzt zunächst einfach mal den Peru Room fertig. Der braucht nämlich nur Besuchertische. So. Meinetwegen. Und meinetwegen auch. So. 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 Hauptsache sieht halbwegs gut aus. Und hier fehlt im Moment nur Tischsägen. Nicht wahr? Machen wir es mal so, ohne. Okay. Hat schon nicht funktioniert. Wir müssen die, glaube ich, tatsächlich so setzen. Ja, müssen wir. Sorry. So, dann baut mal. Und wir brauchen noch ein paar Tische. Die hier übrigens auch wieder mal perfekt reinpassen, muss man ganz ehrlich sagen. Also mit sowas hier können wir uns irgendwelchen Gründen ganz gut umgehen. Ansonsten würde ich sagen, machen wir oben eine Reihe von den Teilen hin, machen wir unten nochmal eine Reihe von den Teilen hin. Kostet uns gerade echt ein Vermögen. Aber es ist, ehrlich gesagt, mir lieber so viel Geld dafür auszugeben, anstatt da nicht so viel Geld für auszugeben. Zack. So, liebe Mitarbeiter, arbeiten fleißig, was ich gut finde. Montieren hier die ganze Scheiße. Moment, wir müssen das hier natürlich auch aufteilen, ne? Ach, der Strom wird aufgeteilt, theoretisch. Demontiert mal bitte einer kurz den Kabelstrang, wenn hier jemand Zeit hat. Ich glaube nämlich, das macht unser Generator da oben nicht mehr lange mit. Oder? Naja, es sind ja noch längst nicht alle Sachen montiert und die ganzen Waschmaschinen kommen da auch noch dran. Also das wird der nicht überleben. Wird er vermutlich nicht überleben. Deswegen demontiert mal bitte einer ganz kurz die Scheiße. Bitte? Bitte, es hat doch ganz kurz einer Zeit dafür. Kann ich die nicht bitte priorisieren, die Aufgabe? Mal noch geht's. Erstaunlich, erstaunlich. Vermutlich müssen wir hier für den mittleren Gebäudeteil irgendwann sowieso ein eigenes... Ach, aktuelles Schlafen. Warum zum Teufel sind hier überhaupt Leute? Ach, weil der Typ schon wieder da ist. Biografie, Bestrafung, Isolierung, 24 Stunden. Stationierung, Patrouillen. In dem Trakt hier. Und in dem Trakt hier. Würde ich ja hier sogar schon fast am liebsten zwei bewaffnete Patrouillen einsetzen, aber. Kommen zwei Mitarbeiter ständig auf Patrouille, um dafür zu sorgen, dass hier keine Idioten rumlaufen. Kapiert? Also keine Idioten Scheiße bauen. So rum ist richtig. Denn der ist immer noch nicht komplett ausgelastet. Aber hier müsste trotzdem jemand mal so langsam das Kabel cutten. Leute, kommt schon, so lange dauert das nicht.
Glaubt mir doch. Ich verbiete euch jetzt einfach mal eben, das da weiterzubauen. Ja. Wie viele Leute kloppen sich denn hier? Ah, gar nicht so viele. Sah schlimmer aus, als es... Also sah hoffentlich schlimmer aus, als es in Wahrheit ist. Leute. Jetzt gibt's schon wieder Schläge. Und wieder einen Toten. Ach Leute, die mit den Hochsicherheitsleuten, mit denen komme ich einfach nicht klar. Die gehen mir einfach tierisch auf die Nerven. Der Tote war natürlich wieder ein Wachmann. Bam, bam, bam. 17 Gefangene proben den Aufstand. Fickt euch! Wisst ihr, die Hochsicherheitsleute gehen mir langsam zu sehr auf die Nerven und deswegen beende ich jetzt für heute die Folge, bevor wir jetzt hier wieder eine zweieinhalbstündige Folge haben, die irgendwie nur darum handelt, dass hier wieder ein Aufstand war und dass wieder nichts funktioniert hat. Deswegen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, hört rein, bis morgen, wenn ich wieder entspannter bin und mich freue, genau in diesem Zustand den Knast wieder zu starten. Ciao, bis zum nächsten Mal.